in diesem Video geht es heute um diese Person hier, beziehungsweise um das mega gehypte Helene Fischer Konzert vor 3 Wochen in München. Ich war nämlich dort, war eine von 130.000 Besuchern und in diesem Video erfahrt ihr, wie es denn für mich war. Hat es sich gelohnt, hat es sich nicht gelohnt? Ja, für mich war es dann eher atemlos durch den Matsch. Sorry, aber ja, so war es dann für mich wirklich. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, bei mir auf meinem Kanal. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Dina und bei mir auf dem Kanal bekommt ihr regelmäßig interessante Videos zu den Themenbereichen Beauty, Shopping und Travel. Ja, hier geht es mehr so um Travel. Ich bin nämlich mit meiner Mama nach München getravelt zu dem Helene Fischer Konzert, das mega Comeback-Konzert, mega gehypt im Vorfeld und ich habe mir Karten besorgt vor über einem Jahr. Und in diesem Video möchte ich euch ein bisschen berichten, wie es für mich war, wie so der Ablauf war. Also es gab ja sehr, sehr viele schlechte Meinungen nach dem Konzert und ja, meine Meinung ist auch ziemlich geteilt. Einige Jahre hat sie Pause gemacht, Kreativpause, Babypause und da im letzten Jahr hat Helene Fischer dann angekündigt, dass sie ein mega Comeback-Konzert organisieren wird in München, zusammen mit dem Eventveranstalter Leutgeb Entertainment Group aus Österreich und geplant war das Konzert und das hat ja an dem Tag auch stattgefunden, am 20.08.2022 um 20 Uhr in München oder auf dem Messegelände in München hat das Ganze dann stattgefunden mit 130.000 Besuchern. Es war wirklich ausverkauft und ja, ihr größtes Konzert ihrer Karriere. Ich habe mich dann auch startklar gemacht für den Vorverkauf, irgendwann um 10 Uhr. Letztes Jahr im Sommer war das irgendwann der Vorverkauf und ja, da habe ich mich bereit für gemacht und dann dachte ich, oh Gott, welche Karten nimmst du jetzt? Man musste ja schnell sein, weil die Karten sind wirklich sehr, sehr schnell weg gewesen. Ich hatte dann so einen, nimmst du jetzt Sitzplatzkarte oder doch Stehplatz und dann hatte ich mir halt immer auch wieder diesen Messeplan angeschaut. Und da hat man dann schon gesehen, dass die Sitzplatzkarten auf der Tribüne schon sehr, sehr weit weg von der Bühne sind. Also da kann man ohne Fernglas, glaube ich, gar nichts sehen. Deswegen habe ich mich dann entschieden, Goldkarten zu nehmen. Das ist die zweitbeste Kategorie gewesen. Vor uns kamen dann nur noch Diamond Circle Karten. Ich glaube, die lagen bei 200 Euro und VIP-Karten, glaube ich, bei 600 Euro. Und die Person hat man ja auch hinterher in den Medien gehört, die haben da überhaupt nichts von gehabt. Haben sich wirklich sehr, sehr geärgert, aber dazu dann später mehr. Ja, die habe ich dann gekauft, 140 Euro pro Karte habe ich dann bezahlt und zeitgleich habe ich dann, direkt danach habe ich uns auch noch ein Hotel gebucht, weil ich dachte, wenn das die Runde in der Hotelbranche macht, dann werden die Preise da enorm anziehen und teilweise habe ich auch mitbekommen, dass Leute 400, 500, 600 Euro pro Übernachtung für ein Hotel dann bezahlt haben zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich für ein Hotel in Ismaning entschieden. Ismaning ist circa 15 Kilometer von München entfernt. Sehr, sehr schönes Dörfchen, natürlich nicht so viel los, aber sehr gut zum Runterkommen und zum Entspannen und ich hatte das Hotel zur Post, heißt das Ganze. Ich blende euch das mal hier ein. So sieht das Hotel aus. Sehr freundliches Personal, sehr schön und sauberes Hotel, sehr geräumige Zimmer und wir haben gerade mal 200 Euro bezahlt für uns beide für 2 Übernachtungen mit Frühstück. Also das war wirklich sehr, sehr günstig, aber ich habe das, wie gesagt, auch letztes Jahr im Sommer schon gebucht. Leutgeb Entertainment Group, das ist der Eventveranstalter gewesen von dem Konzert und im Vorfeld, ich glaube, ein paar Tage vorher wurde dann über die Homepage des Veranstalters diese Unterlage, also die habe ich mir ausgedruckt natürlich, 30 Seiten oder ich weiß nicht wie viel, war die lang, da steht alles drin. Anreise, Programmablauf, was darfst du mitnehmen, was darfst du nicht mitnehmen, ÖPNV, wie kommst du da hin und wie musst du fahren. Also da steht alles Mögliche drin. Das fand ich schon sehr gut, also da dachte ich, okay, die haben sich schon sehr gut vorbereitet, aber letzten Endes ja, hat dieses Programmheftchen auch nicht wirklich viel geholfen, beziehungsweise da wurde sehr, sehr viel angekündigt oder versprochen, was letzten Endes vom Veranstalter überhaupt nicht gehalten wurde. Und das ist sehr, sehr ärgerlich, vor allem für die, die sehr, sehr viel Geld dagelassen haben, so wie ich. Es waren immerhin für mich auch 300 Euro, aber es gibt weitaus schlimmere Personen, die da 1.300, 1.400 Euro bezahlt haben. Und das sind nur die Ticketpreise, da kommt Hotel, Anreise etc. pp. Natürlich alles noch drauf. Erschrocken war ich so ein bisschen über den Programmablauf. Ich bin es eigentlich gewöhnt, auch von Helene Fischer, dass man immer eine Vorband bekommt. Also ich war vor ein paar Jahren mal in Gelsenkirchen, da gab es Ben Zucker. Und dieses Mal war gar keine Vorband angekündigt. Wo wir dann da waren, hat nur ein DJ
alle mögliche Musik abgespielt, um die Leute so ein bisschen bei Laune zu halten, fand ich jetzt nicht so gelungen. Also hätte ich mir anders gewünscht. Das Eventgelände der Messe München war für alle Besucher dann ab 12 Uhr geöffnet, laut dem Programmablaufplan. Und um 14 Uhr durften dann auch schon die VIP-Gäste das Konzertgelände betreten, um sich dann die besten Plätze sichern zu können. Und für alle 0815 Karten, so wie ich sie hatte, war dann offizieller Konzerteinlass ab 16 Uhr zu bedenken. Das Konzert hat natürlich erst um 20 Uhr angefangen. Ich zeige euch mal einen Auszug aus diesem Programm Büsken, was alles verboten war. Da sieht man schon Vergleich rechts und links. Also vieles war nicht erlaubt. Also beispielsweise, es war ja Unwetter, ziemliches Unwetter angekündigt, dazu aber später mehr. Es waren keinerlei Regenschirme, Knirpse etc. waren nicht erlaubt. Also deswegen habe ich mich dann vorher, bin ich mit meiner Mama noch nach Kik oder ich weiß nicht wo in Ismaning gefahren. Da habe ich mir noch eine Käppi geholt, nochmal eine dickere Jacke und natürlich Schuhe. Ich hatte nur Sneaker mit und ich dachte, die versaust du dir ja komplett. Da habe ich mir, glaube ich, für 10 Euro oder so komische Boots noch geholt. Die habe ich danach weggeschmissen. Die sahen auch aus wie Sau. Da war ich dann wirklich froh, weil es war nichts erlaubt. Rucksäcke durfte man mitnehmen, aber nur bis zu einer Größe von A4. Alles darüber hinaus durfte man nicht mitnehmen. Powerbanks beispielsweise, weil man ist ja den ganzen Tag unterwegs, da kann das Handy dann schon schlapp machen, war auch nicht erlaubt. Und so weiter. Flaschen natürlich, das ist ja auch alles klar, das kennt man ja von Konzerten, also auch Getränke, die musste man sich dann dort besorgen, wobei dann die Wartezeit an den Ständen auch bis zu eine Stunde betragen haben, beziehungsweise hinterher, wenn man Pfand hat, glaube ich, hat man auch sehr viel für bezahlt. Ich glaube, insgesamt habe ich irgendwie gehört, dass man 12, 13 Euro für ein Getränk inklusive Pfand zahlen musste. Fand ich auch schon heftig und hinterher hat man Probleme bekommen, das Pfand halt wieder auszulösen, indem man da sich eine Stunde nach Konzertende oder zwischendurch noch anstellen musste, finde ich auch einfach unter aller Sau. Ende vom Lied, man durfte eigentlich das meiste nicht mitnehmen und eigentlich nur, ich hatte so eine kleine Tasche, da hatte ich das Nötigste drin, habe mich dann halt noch eingedeckt, damit ich fürs Wetter gewappnet bin, weil am Abend, am Vorabend, das war der Freitagabend, da waren wir im Hotelzimmer, da wurde schon bekannt gegeben, oh ja, das ist noch nicht ganz klar, vielleicht muss das Helene Fischer Konzert abgesagt werden, wir schon, oh Gott, wir sind aus Dortmund angereist, 600 Kilometer plus Hotel etc. pp, das darf alles wohl nicht wahr sein. Und es war dann aber so, dass das Konzert dann doch am nächsten Morgen oder so, haben wir dann gesagt, ja, nein, das Konzert findet definitiv statt. Wir wurden dann immer, also wir hatten dann im Wetterbericht schon gehört, oh, da ist genau für abends, wenn wir uns anstellen wollen, also so ab nachmittags ein großes Unwetter mit Starkregen angekündigt. Und wir haben uns dann natürlich vorbereitet, wir hatten uns ja die Sachen gekauft und so weiter. Wir sahen aus, wirklich Katastrophe, aber gut. Musste irgendwie wetterfest sein und da war ich auch froh, dass ich das hatte. Ich hatte dann auch noch von der Telekom so ein Regencape, das hatte ich dann nochmal drüber. Meine Mama hatte auch noch sich eins besorgt und so sind wir dann losgetigert. Also das war schon wirklich lustig und wir waren dann kurz, bevor wir am Konzertgelände oder am Messegelände waren, sind wir mit der U-Bahn angekommen, fing es dann auch schon an zu regnen. Ich glaube, das war so, wir sind später losgefahren, das war so gegen 3:30 oder so, da fing es so leise an, also so langsam an zu nieseln, da dachte ich, ja gut, wenn es so bleibt, dann geht's ja noch und irgendwann kam dann wirklich der Starkregen und Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, was da los war, also die hatten ja überhaupt gar keine Möglichkeit, hatte man sich unterzustellen, hinterher haben die Leute sich, also wir hatten Glück, es hat stark angefangen zu regnen und Mama sagte, komm, wir stellen uns hier unter. Das war so eine Art Zelt, wo man trinken konnte. Da war auch irgendwie so ein Getränketruck gegenüber und da haben wir uns dann untergestellt. Wir hatten dann echt einen Platz und sonst wären wir wirklich sowas von nass gewesen. Und gegenüber habe ich das gesehen, da haben sich die Leute aus diesen Holzbänken, wo man halt sich draufsetzt, haben die sich einen Unterstand gebaut, weil es gab auf diesem kompletten Messegelände gab es einfach gar nichts. Man hat natürlich die ganze Zeit gewartet, Leutgeb Entertainment, ja, rührt euch mal langsam, sagt mal, was ist denn jetzt? Es regnet stark, es fängt an zu donnern, blitzen, teilweise standen die Menschen, also die VIP-Pässe hatten etc., die waren ja schon auf dem Konzertgelände. Wir durften dann auch, es war ja dann schon, glaube ich, nach 16 Uhr, durften wir dann auch drauf, aber wir haben gesagt, nee, komm, ich stelle mich doch da jetzt nicht hin. Dann haben wir nur Feuerwehr gehört, Krankenwagen gehört, Polizei gehört, an uns vorbei sind diese Leute, was ist hier los? Wir haben nur, und die haben dann teilweise bei Instagram haben sie dann immer nur geschrieben, ja, gut, jetzt regnet es halt ein bisschen, aber das Konzert findet wie geplant statt und so weiter. Also da kam keinerlei, also die haben sich, wir standen da, wir wussten einfach von gar nichts. Irgendwann, also wir standen auf diesem Zelt, irgendwann sind die ganzen Leute an uns vorbeigelaufen.
tausende Menschen an uns vorbeigelaufen. Wo rennen die denn alle hin? Dann haben wir nur Krankenwagen mehr gehört, Feuerwehr gehört. Dann habe ich mitbekommen über irgendeinen News-Ticker, dass die Feuerwehr auf dem Konzert gelandet, das Wasser abpumpen muss. Die Leute standen da kniehoch im Wasser und die mussten erstmal das Wasser abpumpen, weil das ist ja auch eine Verletzungsgefahr etc. Und das kannst du ja nicht so lassen, du kannst ja nicht das Wasser so stehen lassen. Das habe ich aber nicht durch Leute erfahren, sondern einfach durch Nachrichten, ich weiß nicht. Habe ich das erfahren. Und die Leute, die an uns vorbeigerannt sind, da haben die dann irgendwann so eine Messehalle geöffnet, auch sehr frühzeitig, muss ich sagen, wo sich die Leute dann trocknen konnten und dort dann, glaube ich, auch was zu essen bekommen haben. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das war nur für die VIP-Gäste, aber die hatten dann auch hinterher, habe ich dann gehört, dass das Essen auch teilweise eine absolute Vollkatastrophe gewesen sein muss und ja, alles wirklich sehr, sehr, sehr schlecht organisiert und die Leute wurden überhaupt nicht abgeholt. Ich dachte, was ist jetzt? Findet das jetzt statt? Findet es nicht statt? Weil es hat immer weiter geregnet und geregnet und geregnet und geregnet und es hörte nicht mehr auf. Und das Konzertgelände stand wirklich total unter Wasser und die Leute, die richtigen Fans von Helene Fischer, die standen da wirklich, die sind nicht weggegangen. Die waren klatschenass. Ich glaube, die sind wahrscheinlich heute noch krank. Ich übrigens habe auch mir danach eine richtige Bronchitis eingefangen. Ja. Ist klar, wenn du da im Regen stehst. Ne? Also wir haben uns dann um 7:30 haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Das war dann nur noch leicht am Nieseln. Dazwischen, das muss ich noch erzählen, war ich dann, ich musste einmal auf Toilette, obwohl ich mir da gar nichts zu trinken geholt habe. da standen halt dann die Dixi-Klos einige nebeneinander. Ich bin wirklich tief durchs Wasser. Im Dixi-Klo selber stand Wasser. Es war eine absolute Katastrophe. Natürlich, da kann keiner was für dieses Wetter, aber man muss als Veranstalter, muss man das berücksichtigen. Vor allem, wenn schon diese Unwetterwarnung kommt, muss man da ein bisschen vorsorgen. Vielleicht im Vorfeld schon mal irgendwelche Zelte aufbauen, vielleicht auch über die Dixi-Klos, dass die Leute da wenigstens im Trockenen pinkeln können sozusagen. Ja, sorry, ich bin da echt noch ein bisschen, ja. Ich habe sie definitiv einmal kurz gesehen, da hat sie bei dem Lied Flieger, glaube ich, ist sie da durch die Gegend geflogen und da kam sie dann einmal auf mich zu. Ich habe dann aber trotzdem das Handy gehalten, ich blätter euch das gleich hier nochmal ein. Da habe ich sie dann kurz gesehen, das war das einzige Mal, dass ich Helene Fischer gesehen habe. Ansonsten habe ich sie nur auf dem, ja sozusagen Public Viewing Bildschirm, der ja da noch stand, da habe ich dann immer drauf geguckt, da habe ich sie gesehen, aber ich meine, da kann ich es mir auch im Fernsehen anschauen. Und sie stand halt immer sehr weit hinten und auch wenn sie mal ein bisschen weiter vorne auf der Bühne war, wir haben es einfach nicht gesehen. Ne? Also das kannst du einfach nur über den Bildschirm oder über die Zoom-Funktion im Handy, da hat man es dann auch gesehen. Aber ja, Resümee, also für den ganzen Aufwand, für die ganzen Kosten, für das, was ich dafür bekommen habe, inklusive Erkältung danach, hat es sich für mich nicht gelohnt, muss ich sagen. Die Show von ihr, mega. Sie hat super gesungen und für alle sagen, sie hat nicht live gesungen, hört euch das nochmal an. Das war definitiv live und Show kann sie. Und sie kann auch nichts für die ganze Organisation drumherum, was alles schiefgelaufen ist. Da kann sie ja nichts für als Künstlerin. Deswegen, ja, schiebe ich den schwarzen Peter wirklich Leutgeb Entertainment zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt es wirklich Optimierungsbedarf. Und ja, also ich würde es jetzt so nicht nochmal machen. Für alle, die Interesse daran haben, sich das ganze Konzert oder die Highlights sich nochmal anzuschauen im Fernsehen, es wird vom ZDF eine, am 1. Oktober wird das Ganze ausgestrahlt um 21.45 Uhr. Da könnt ihr euch die Highlights von dem Konzert dann nochmal anschauen. Ich gucke es mir spaßeshalber auch nochmal an. Vielleicht sehe ich mich ja irgendwo. Und ja, es wird auch eine DVD geben, die wird ab 14. Oktober, meine ich, habe ich gelesen, wird die veröffentlicht. Ja, da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Im nächsten Jahr macht sie ja dann auch nochmal eine Tour, aber da werde ich jetzt erstmal keine Tickets kaufen, dass diese Veranstaltung einfach zu groß war. Also 130.000, natürlich ist es super, ich spiele für 130.000 Menschen und auch für den Veranstalter ist das natürlich eine super Sache, aber für jeden Einzelnen war das nicht schön. Also ich habe, glaube ich, kaum jemanden gehört, der gesagt hat, das war total mega. Außer die vielleicht ganz vorne gestanden haben, aber die waren danach wahrscheinlich auch total krank. Selbst die ganzen VIP-Besucher, die haben sich ja sowas von beschwert. Also ich weiß noch, dieses Video, das ist ja viral gegangen, ich glaube bei TikTok oder auch YouTube.
wo wirklich die Sitze komplett nass waren. Die waren ganz, ganz weit weg von der Bühne. Also die haben ja überhaupt nichts gesehen. Und wenn ich 600 Euro pro Karte für dieses Ticket bezahlt hätte, ich glaube, ich hätte schon längst Klage eingereicht bei dem Veranstalter, dass dir irgendwas versprochen wird, Catering, Parkplatz etc. Und du musst sonst was, sonst wie laufen, danach noch bis zum Parkplatz dann wieder und kriegst nichts Vernünftiges zu essen und du wirst überhaupt nicht als VIP betrachtet. Also das finde ich schon sehr, sehr frech. Und zum Schluss, wo das Konzert dann halt zu Ende war, ja, wir sind dann halt ja der Anleitung oder den Wegbeschreibungen gefolgt zur U-Bahn und es war halt nur eine geöffnet und die ganzen Menschenmassen auf zur U-Bahn. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich blende euch mal hier ein Foto ein, also so sah das aus. Also ich habe auch nochmal gesagt, so lass uns langsam gehen und lass uns nicht quetschen, weil die Gefahr ist halt immer bei solchen großen Menschenmassen groß, dass irgendwann, wenn so eine Einengung kommt, wo wir dann auch letzten Endes war, wo das alles so richtig in so einem kleinen, schmalen Weg sich gedrängt hat, es stand zwar überall Polizei, Ordnungsamt und also Ordner halt, aber ich fand das, ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt und ich war froh, wo ich dann hinterher in der Bahn saß und später, ich weiß nicht, um eins oder was, waren wir dann im Hotel. Ich war echt fix und fertig und nächsten Tag einfach nur zurück und ja, da war ich dann auch 3 Wochen krank. Also ja, ich habe es mir ein bisschen besser vorgestellt. Konzert war super, aber alles drumherum war totaler Bullshit. Ja. Also liebes Leutgeb Entertainment Group, also liebe Leutgeb Entertainment Group, wenn ihr das hört, dieses Video seht, also da müsstet ihr vielleicht nochmal ein bisschen optimieren an eurem Veranstaltungskonzept, finde ich. Aber das ist nur meine Meinung. Vielleicht gibt es auch Leute von euch, die total begeistert waren. Ich war es jedenfalls nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt und gerne könnt ihr mir auch einen Kommentar hinterlassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bis dann, eure Dine.